Donald Trump oder vielleicht die Sorgen der Marktteilnehmer, das alles spielt für die Fed keine Rolle. Das hat sie gestern beeindruckend gezeigt. Die Fed ist unabhängig und hat das gestern sehr beeindruckend demonstriert, das muss man ganz klar sagen. Dass die Fed gestern die Zinsen angehoben hat, das war zu erwarten. Dass sie allerdings auch bei ihrer Politik der graduellen Zinsanhebungen bleibt, das war nicht so sicher. Es wären jetzt zwar nur noch zwei Zinsschritte statt drei, aber das hatte der Markt sich doch ein bisschen anders ausgerechnet. Willkommen zu dieser Sendung. Ja, am liebsten hätte der Markt ja gestern gehört, dass es erst einmal im Jahr 2019 gar keine Zinsschritte mehr gibt. Entsprechend enttäuscht haben sie dann letztendlich auch erst einmal reagiert. Allerdings interessant war dann heute, gab es eine relativ schnelle Gegenbewegung, die den US-Dollar wieder deutlich schwächer werden ließ. Daraus darf man wohl schließen, dass der Forex-Markt nicht so richtig glaubt, was gestern Jerome Powell, der Chairman der Fed, vorgestellt hat. Das ist auch eine interessante These und das sind interessante Einblicke in den Markt gewesen heute. Schauen wir als erstes gleich mal auf den US-Dollar und sehen da, dass der Dollar gestern Abend erst einmal im Dollarindex deutlich gestiegen ist auf 97 Punkte, aber dann eben heute deutlich abgestürzt ist, bevor er sich dann am längerfristigen Aufwärtstrend immerhin stabilisieren konnte. Im Euro-US-Dollar bedeutete dies, ja, wir sind mal sogar heute bis 1,1480 gestiegen, um dann wieder ein bisschen zurückzufallen. Insgesamt bleibt das Ganze hier also ziemlich bullig, wobei die Korrektur hier eine gedachte Aufwärtstrendlinie durchaus auch attackieren könnte und dann wieder zurückfallen würde. Wir sehen das später im Cable auch nochmal, da ist es noch deutlicher, dass hier noch nicht die große Entscheidung gesprochen worden ist, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Aber erstmal muss man ganz klar sagen, dass also die erste Reaktion des Marktes gestern Abend heute komplett zurückgekauft worden ist und sogar dann deutlich drüber hinausgegangen ist. Allerdings die Gewinne, die dann gekommen sind, sind auch wieder abverkauft worden. Wir sind jetzt wieder unter der 1,1440. Ja, aber insgesamt muss man sagen, Euro, US-Dollar immerhin ganz stabil und dass die Fed, wie gesagt, ja eigentlich doch einen strafferen geldpolitischen Kurs fahren wird, als es der Markt zuletzt angenommen und erhofft hat, das ist eigentlich hier nicht großartig ablesbar. Ablesbarer wird es dann letztendlich beim der 10-Jahres-Anleihe aus den USA, wo gestern auch erst einmal, wir sehen da so eine lange grüne Kerze Richtung 2,86%. Also erstmal sind die Zinsen gestern für die 10-Jahres-Anleihe gestiegen, allerdings drehte das Ganze dann relativ schnell und heute waren wir dann teilweise nur noch bei 2,75%. Also das zeigt schon, ein Teil zumindest der Marktteilnehmer glaubt schon, dass die Fed das zeigt hier auch letztendlich genau, dass eben der Markt offenbar doch davon ausgeht, dass wir im kommenden Jahr eben keine Zinserhöhungen sehen, dass die Fed am Ende ihren Plan doch nicht durchhalten wird. Gab heute auch Daten, die das belegen, dass das schwierig werden könnte. Werden wir dann gleich sehen. Gold im Übrigen auch sehr interessant. Auch hier spricht dann eher doch der Glaube, dass es mit den Zinserhöhungen nicht so werden wird, denn wir wissen, Gold leidet sehr darunter, wenn es Alternativen gibt, zum Beispiel eben durch sichere Staatsanleihen, deren Zinssatz dann immer weiter steigt. Deswegen ist Gold gestern im ersten Schritt auch mal gefallen auf die 1241, konnte sich aber heute deutlich wieder erholen, ist sogar über das gestrige Hoch hinausgeschossen. Was auch hier zeigt, dass der Markt nicht so richtig daran glaubt, dass die geldpolitische Straffung der Fed so stattfindet, wie sie gestern kommuniziert worden ist. Im Daily Chart sehen wir also die 1265, haben wir jetzt fast erreicht. Darüber wäre dann, wie gesagt, 1282 als nächstes Ziel. Der Ichimoku bleibt hier doch ziemlich bullig. Der S&P 500, der hat in zwei Wellen ordentlich verloren, hat neue Tiefs gefunden hier. Ist jetzt auch unter dem, hat also auch neue Jahrestiefs präsentiert. Das zeigt schon, dass die Konjunktur Sorgen und da sind und dass auf alle Fälle in den Aktienmärkten das durchaus zur Kenntnis genommen worden ist, dass die Fed keine Notiz davon nimmt, dass eigentlich das Wirtschaftswachstum doch sich verlangsamt, auch in den USA.
Die FED hat dazu gestern erklärt, dass man das zur Kenntnis genommen hat, dass es eine leichte Verlangsamung des Wachstums gibt, aber man sah die Wirtschaft und vor allem auch den Arbeitsmarkt weiterhin als sehr robust an und sah da keinen Grund letztendlich gegen zu steuern. Das hat die Märkte im Prinzip alles doch ziemlich überrascht und enttäuscht. Wir sehen hier, wir waren ja bei 2529 Punkten im S&P 500 beim bisherigen Allzeittief, sondern beim Jahrestief. Da sind wir also heute deutlich drunter gefallen. Nächstes Ziel wären so 2407 Punkte. Das sieht alles ziemlich bärisch aus. Ähnliches Bild beim DAX, der dann heute auch neue Jahrestiefs produziert hat. Nicht ganz so dramatisch wie in den USA, aber der DAX litt ja schon eine ganze Weile unter einer gewissen Schwäche. Hat auch in diesem Jahr ordentlich verloren, wie wir dann auch hier im Wochenchart ist das sehen können. Wir sind also mal am Anfang des Jahres nochmal zu einem Allzeithoch gekommen, zu 13.626. Ja, jetzt sind wir ungefähr 3.000 Punkte tiefer. Das bedeutet ein Verlust von, ja, so 25% fast sind das, nicht? Das ist schon also ziemlich dramatisch, was da passiert ist in diesem Jahr. Das muss man ganz klar sagen. Nächste Ziele 10.320, eigentlich rechne ich doch ziemlich fest damit, dass wir das irgendwann erreichen, wenn nicht mehr in diesem Jahr, dann vielleicht Anfang nächsten Jahres. Ja, vielleicht gibt es ja auch den Test der 10.040, da haben wir nochmal so eine Wolkenlinie ein bisschen und dann haben wir die grüne 50% Fibonacci-Linie, die wäre dann bei 9.300. Da ist auch zurzeit der sehr langfristige Aufwärtstrend zu finden. Ja, schauen wir ganz einfach mal, wie die Nummer dann im nächsten Jahr weitergeht. Wie gesagt, zurzeit sind die Konjunktursorgen groß und dass Anfang nächsten Jahres wesentlich kleiner sind, kann ich mir gerade nicht vorstellen. Schauen wir ganz einfach mal. Ich habe mal ganz kurz auf die Komponenten des DAXes geguckt und mal geschaut, was es denn für Rekorde in diesem Jahr gegeben hat. Wirecard war der größte Gewinner, obwohl die ja zuletzt dann auch, wie wir hier sehen, deutlich nachgelassen haben. Sind am Ende dann für dieses Jahr immer noch 38,4% übrig geblieben. Juhu! Schlusslich ist die Deutsche Bank, das wundert glaube ich niemanden so richtig, minus 55,9%, also da hat sich der Wert halbiert innerhalb eines Jahres. Herzliches Beileid! Euro-Schwedenkrone müssen wir uns angucken, da gab es heute eine heftige Bewegung, da gab es heute einen ordentlichen Absturz. Am Ende minus 0,6%, das sah zwischenzeitlich schon mal ein bisschen mehr aus, aber wir sind unter die Wolke gefallen, könnte also durchaus in die Richtung weitergehen. Schauen wir ganz einfach mal. Die Schweden haben nämlich die Zinsen heute angehoben von minus 0,5% auf minus 0,25%. Ansonsten, was gab es sonst noch? Einzelhandelsumsätze aus Großbritannien gab es, sind deutlich gestiegen im November, wobei ich glaube, dass das jetzt nicht unbedingt deswegen der Fall war, weil die Konjunktur in Großbritannien gerade so toll läuft, sondern ich glaube, das sind eher Panikkäufe, um den Preiserhöhungen nach einem wilden Brexit zuvorzukommen. Das wird wohl der eigentliche Grund sein. Zinsentscheidung der Bank of England, keine Überraschung. Auch in Japan gab es keine Überraschung. Aber beim Philly Fed Herstellungsindex aus den USA, hatte ich schon angedeutet, da gab es den nächsten Hieb. Und das zeigt letztendlich, dass die Fed mit ihrer Einschätzung eventuell völlig falsch liegt. Denn im Dezember ist der Philly Fed Herstellungsindex auf 9,4 Punkte gefallen und damit auf ein 2-Jahrestief. Das klingt jetzt nicht unbedingt so, als wenn wir in den USA noch Hochkonjunktur haben. Das ist immer noch auch Wachstum, also alles, was beim Philly Fed über Null liegt, das ist durchaus Wachstum, aber das Wachstum verlangsamt sich doch deutlich. Schauen wir mal kurz noch auf Cable. Da sehen wir, dass das Cable heute auch erst einmal nochmal deutlich zugelegt hat, bis auf 1,27 und dann wieder ein bisschen zurückgefallen ist. Das wird eben sehr spannend, wie es hier im Cable weitergeht. Wie gesagt, es wird immer wahrscheinlicher, dass es einen wilden Brexit geben wird und der wird Großbritannien hart treffen und im Übrigen auch die Europäische Union. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Das könnte also nächstes Jahr das erste vorherrschende Thema sein, denn dass Theresa May ihren Brexit-Deal durchbekommt, ist nach wie vor eher unwahrscheinlich, wobei man natürlich immer noch ein bisschen Hoffnung hat und das ist deswegen auch nicht ganz für unmöglich erklären möchte, nicht wahr? Das ist ja klar. Wir sehen hier, dass wir hier einen Aufwärtstrend noch haben, das ist aber eher ein korrektiver Aufwärtstrend, denn wir sehen auch, dass oben die Spitzen
nicht wesentlich weiter sich nach oben entwickeln, weshalb hier eigentlich insgesamt charttechnisch dann doch von einem Bruch dieses Aufwärtstrends ausgegangen werden muss, der dann neue Tiefs generieren würde. Also hier könnte es durchaus in den nächsten Tagen noch einen Absturz geben oder dann eben Anfang nächstes Jahr. Es ist für dieses Jahr ist es ja sehr schwierig zu prognostizieren. Die meisten sind schon im Weihnachtsurlaub. Und es wird also der Handel immer dünner, es wird immer weniger Bewegung geben, es sei denn, es passiert irgendwas Überraschendes und irgendwelche Algorithmen spielen eine Runde verrückt. Das kann man natürlich nie ausschließen. Ja, bei 1,2705 haben wir jetzt charttechnisch auch eine bärische Kante, nämlich einen Doppeltop. Von der Warte aus sieht das also nicht so richtig fröhlich aus, was das Cable uns hier bietet. Ziele wären ja die 1,2120 und die 1,1925. Das waren ja die bisherigen Brexit-Tiefs, und wenn ich ganz ehrlich bin und wenn man sich die Konstellation anschaut, die zurzeit beim Brexit zu sehen ist, dann wäre es durchaus gerechtfertigt, in diese Richtung mal wieder abzutauchen. Bitcoins habe ich noch mitgebracht, hier mal der Daily Chart nur, ist heute über 4000 Dollar gestiegen, hat heute eine dolle Performance von 13% hingelegt, und damit haben die Kryptos, auch andere Kryptowährungen haben heute zugelegt, sozusagen nochmal ausgerufen, hurra, wir leben noch, nicht? Das ist doch schön, mal schauen, wo es dann im nächsten Jahr hingeht, viel weiter nach unten kann es ja bald nicht mehr gehen. Brent Crude Oil ist zum ersten Mal seit langer Zeit unter 55 Dollar gefallen, heute hier geht der Abverkauf also weiter. Also hier zeigt sich eben auch nach wie vor, dass der Markt eben zurzeit die Karte spielt, Konjunktursorgen. Und Überangebot an Öl natürlich auch in dieser Beziehung. Und das, wenn man sich überlegt, dass ja heute insgesamt der Dollar, das ist auch der Daily Chart im Übrigen, der Dollar eher schwächer geworden ist, dann zeigt sich da hier im Brent, also in der Nordsee-Sorte, schon mal, wie heftig es hier eigentlich nach unten geht. Das gleiche Bild haben wir im Crude Oil, das hatte gestern mal ein bisschen zugelegt und hat heute alles wieder abverkauft. Unter der 45,50 hier die 42,25 als nächstes Ziel. Das wäre dann schon ziemlich bitter, wenn es dann noch tiefer ginge. Da werden einige Ölproduzenten dann schon schlackern. In den USA, die Fracker, die ja früher Probleme hatten, für solche Preise zu produzieren, die sollen mittlerweile gar keine Probleme mehr haben, solche Preise zu fahren. Da könnte der Ölpreis auch noch auf 30 Dollar und tiefer fallen. Und es wäre noch rentabel. Das ist eine blöde Nachricht für die herkömmlichen Ölproduzenten wie Saudi-Arabien und so weiter, nicht wahr? Schauen wir auf den morgigen Tag. Was ist morgen spannend? Ist sicherlich nochmal das BIP aus Großbritannien und das BIP aus den USA. Ansonsten ist eben dann Weihnachten, weshalb es von mir morgen auch keine Sendung mehr gibt. Ich bin dabei, heute schon mal frohe Weihnachten zu wünschen. Schöne, ruhige Festtage wünsche ich und dann einen guten Rutsch ins neue Jahr. Die nächste Sendung gibt es erst am 7. Januar. In diesem Sinne, alles Gute.